Hallo und guten Tag, hier ist Irene von E-Book-Sofa und ich möchte Ihnen in diesem Video eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, und zwar Sie zu einer Plattform näher zu bringen, wo Sie ganz locker und leicht Ihre alten Bücher einfach tauschen können. Also, es wird kein Buch dieses Mal vorgestellt, aber wir haben diese Plattform im Internet gefunden und selber auch schon ausprobiert. Also Andrea hat sich schon angemeldet gehabt und sie ist begeistert. Sie kriegt also ihre ganzen Bücher darüber. Sie wissen ja schon beim Amazon, dann kann man ja gebundene Bücher schön verkaufen. Wunderbar. Nur zum Beispiel hier für Taschenbücher oder sowas, ja, da bekommt man halt kaum was und man zahlt da meistens drauf. Also, deswegen sind wir auf die Suche gegangen und haben Tauschticket gefunden. Und ich möchte Ihnen jetzt mit Ihnen ganz einfach eine Anmeldung durchgehen, damit Sie auch davon profitieren können. Also als erstes suchen wir mal die Plattform Tauschticket. Ich habe es halt schon mal gemacht hier. Klicken da drauf, gehen zu Google, lassen ihn suchen. So, ist bekannt, klar, steht an erster Stelle. Wir haben ja auch einen ganz gezielten Begriff gesucht und jetzt sind wir auf der Plattform Tauschticket. Es ist wirklich die größte Tauschbörse für gebrauchte Bücher. Und das Beste ist, die Teilnahme bei Tauschticket ist absolut kostenfrei, ohne jegliche Tauschgebühren, ohne jegliche Verpflichtung und ohne Mitgliedsbeiträge. Und das ist wirklich ganz klasse. Sie stellen einfach einen Artikel, irgendein Buch Ihrer Wahl, was Sie halt weghaben wollen von Ihrem Bücherregal, zum Tausch ein. Und Sie erhalten als Tauschwert, da und beziehungsweise, Moment, so rum, Sie stellen halt oder sagen, wie viel Tickets, Anführungsstrichen, Sie dafür haben möchten. Und wird einer Ihrer Artikel dann gewünscht, senden Sie den einfach an die hinterlegte Lieferadresse des Tauschpartners. Und danach wird Ihrem Konto automatisch die entsprechende Anzahl an Tickets gutgeschrieben. Mit dieser Anzahl können Sie wiederum, ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert, können Sie wiederum sich ein Buch kaufen. Also wichtig ist, viele Tickets zu erhalten. Sie sehen es hier bei dem Beispiel, die Blutschwestern, die möchte jetzt ein oder der Mensch, der halt der Anbieter, die Balbina, möchte halt 3 Tickets dafür haben. So. Und damit Sie überhaupt davon profitieren können, sehen Sie mal, ist sogar ganz frisch eingestellt, müssen wir uns erstmal hier kostenlos anmelden. Und das ist wirklich kostenlos. Ich kann mit Ihnen auch mal die ganze Seite runtergehen, dass Sie sehen, ich glaube, es sind über 1 Million Bücher, was da zum Tauschen sind, verschiedener Bereiche. Ist wirklich eine interessante Geschichte. Na, so, also wir sagen kostenlos anmelden und dann müssen Sie einen Benutzernamen wählen. Ich sage jetzt mal Mondschein, Ihre E-Mail, natürlich keine Fake-E-Mail jetzt, ne, sondern wirklich mondschein@.de. Nochmal wiederholen. Wie man sowas hier ausfüllt, das wissen Sie, aber manche sind sich doch unsicher. Hier geben Sie einfach hier so eine. Hoppala, jetzt habe ich schon verraten. Nein, macht man natürlich nicht. Das ist, wenn man redet und aufnimmt, ne? So. Ich bin eine Frau. Ach, da steht ja schon Kissingen. So, dann noch das Geburtsdatum. So, woher kennen wir Tauschticket? Okay, wir haben es halt durch die Suchmaschine gefunden. In dem Falle hat es ja Andrea. Andrea hat uns das gesagt, also sagen wir halt Freunde und Bekannte. Und ganz, was ganz wichtig ist, bitte hier akzeptieren Sie die AGBs, klicken dann auf den Button Registrieren. Das tue ich jetzt mal. Ups.
Lebendor ist bereits vergeben. Oh, sehen Sie? Mondschein. Naja, dann mache ich halt 49. So. Nochmal das Passwort. Sehen Sie, auch mir passieren Fehler. Was heißt Fehler? Es wird streng darauf geachtet, dass nicht die doppelten Benutzernamen gewählt werden. So, ich drücke nochmal auf den Button Registrieren. Und dann müsste jetzt halt eine Seite kommen, wo es heißt, eine E-Mail ist an Sie unterwegs. Genau, die Registrierung war jetzt erfolgreich. Und wir erhalten, also ich in dem Falle erhalte eine E-Mail mit einem Freischaltlink. Den bitte klicken Sie an und schon können Sie loslegen. Wir werden wahrscheinlich in absehbarer Zeit den zweiten Teil für eines Videos aufnehmen, wie man dann ein Buch oder eine Software dann einstellt. Ist kein Problem. Also warten Sie ein bisschen, das wird auch kommen. Was ich noch erwähnen möchte, ist, was immer eine ganz wichtige Frage ist, und zwar oder gewesen ist jetzt bei uns im Kreis, die sehen, wir arbeiten da immer aktiv mit alle, heißt es, wer übernimmt die Versandkosten? Also hier ist ein ganz einfaches Prinzip. Grundsätzlich übernimmt der Versender das Porto. Und ein Buch, wie gesagt, als Büchersendung, das müssen Sie dann bitte auch auf Ihren Kuvert quer drüber schreiben, kann man es ja schon bis 500 Gramm für 85 Cent versenden oder zwischen 500 Gramm und 1000 Gramm auch wieder als Büchersendung und dann zahlen wir halt 1,45. Also überlegen Sie sich das ganz genau, welches Buch Sie dann einsetzen möchten, weil was über 1000 Gramm ist, das müssen Sie dann halt als Päckchen versenden. Na? Okay, also ich. So, ich bin jetzt nochmal. Das Ticket ist schon ganz durcheinander. Das Video ist gerade abgebrochen gewesen. Ich wollte mich ja trotzdem noch vernünftig von Ihnen verabschieden. Bedanke mich fürs Zuhören. Und sie möchte Sie noch darauf hinweisen, besuchen Sie doch einfach mal unseren Blog www.ebooksofa.bgp24.eu/blog und holen Sie sich einfach ein ganz top kostenloses E-Book. Es kostet sonst nämlich wirklich einen Haufen Geld. Wir verkaufen das in unserem Verlag wahnsinnig gerne und wir haben es zeitlich befristet und möchten Ihnen das einfach schenken. So, das war der Grund, warum ich jetzt dieses kleine Video noch an der Anleitung zugehängt habe. Okay, also bis bald und tschüss, eure Irene.